Oh, willkommen zurück zur fünften Folge auf YouTube und hier auf Twitch ist die Pause jetzt zu Ende. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier auf YouTube, bei Twitch genauso. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Und zwar wollen wir jetzt zum See. Und wir haben ja schon vorhin mit dem Fernglas gesehen, was uns dort erwartet. Und da bin ich mal gespannt, wie sie es jetzt im Remake umgesetzt haben. Und nein, ich habe nicht fast vergessen, wieder mein Mikrofon einzuschalten. Ich hab's gerade so noch mitgekriegt. Gut, machen wir weiter. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, hab ich. Warum wackelt der eigentlich so komisch? Ist gerade Marathon gerannt. Okay. Wir müssen hier hoch zum See, genau. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das Vieh drauf hat. Wie sie es geändert haben und wie es aussieht. Denn wir haben ja eben nur kurz gesehen, wie es aussah. So, das Benzin haben wir. Da fehlt uns noch eine Tafel. Dann als allererstes gehen wir darüber. Ah ja, und wir haben den Laser jetzt. So, gucken, ob hier auf YouTube die Aufnahme läuft. Ja, läuft. Alles klar. Let's go. Benzin rein und gib ihm. Im Original war es eigentlich ein Ruderboot, oder? Nee, hat auch einen Motor gehabt. Stimmt. Aber ich sehe keine Harpune. Doch, ich sehe Harpune. Man wird es trotzdem noch mit Harpunen bewerfen müssen. Das ist ja ein Zufall. Das sieht so ein bisschen aus wie Devil May Cry, nur mit schwarzen Haaren. Also Dante. L1 und R2. Ist das Spiel irgendwie leiser geworden? Aufnahme ist es okay. Aber irgendwie habe ich hier auf meinen. Ah. Ja. Jetzt macht's Sinn. So, weiter geht's. Komm hoch. Mordshunger, ha? Das war knapp. Gut, dass man unendlich hat. Oh, mein Boot. Das war frech. Thank you.
bist du hin? Weil da ist das Boot rumgerissen. Besiegen Sie Del Lago. Fast wie im Original. Kapitel 3 beendet. Anderthalb Stunden. Aber ich bin nicht einmal gestorben. Zumindest nicht in dem Kapitel. Weiter geht's. Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig meinen heiligen Segen teilen. Boot sinkt. Ich muss sogar dahin. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Kapitel 4. Das fährt nirgendwo mehr hin. Aber woanders könnte man hier, glaube ich. Boah, was? Da gibt's doch Schätze. Brauchen wir ein neues Boot. Den Schlüssel zur Kirche finden. Ah, schön, wie sie uns schon mal hinhalten mit dem Troll, ja? Also ich glaube, im Original wäre der schon längst gekommen. Eine Mütze. Hier haben sie ihn wohl geköpft und dann ins Wasser geworfen. Schrotflintenmunition. 3 Schuss. Ist noch ein Messer? Ja. Jetzt wird es hier auch noch dunkel. Thank you.
Aha. Irgendwo da oben. Schon wieder rotes Gras. Jemand, die killt, weiß ich ja. Ah. Weil die macht man mit Blendgranaten. Aber war man da. Was zum Teufel? Mein Gott. Geht aufs Haus. Die machen aber auch Schaden. Meine Fresse. Die machen viel Schaden. Ich glaube zwei Hits und ich bin weg. Hey, der Witzka. Willst du den Boot da drüben? Schätze. Was ist das hier? Eine Höhle. Eine Art Kultstätte. Okay. Und hier haben wir wohl unseren Schlüssel. Das Symbol von der Kirche. Ist das der Schlüssel? Wahrscheinlich. Dann willst du dich mitnehmen? Was brauche ich denn hier? Jetzt sag mir nicht, ich brauche die zwei Tafeln. Nee, das glaube ich nicht. Die werde ich hier am See irgendwo finden. Weil ich komme gar nicht zurück. Das ist der See. Was ist da oben rechts? Ah, da muss ich hin. Ich wollte schon sagen, also. Die beiden Orte untersuchen. Zwei. Den und. Ach, hier, da. Okay, also hier können wir zum Händler zurückfahren. Hier ist ein Schatz und ich hole mir erstmal die Schätze und dann geht's zum Händler. Ja, wie gesagt, das Spiel dauert auf jeden Fall länger als das Original. Was ich ganz gut finde. Alter, jetzt habe ich den Schreinschlüssel. Jetzt kann ich die Schreine öffnen. Jawohl. Und da ist eine Quest. Lass mich raten, die Quest hat mit den Schreien zu tun. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Ja. Was ich damit vorhabe, sagen wir mal so, manche Dinge will man lieber nicht wissen. 3 Spinell oder ich glaube 20.000 oder so gibt das ein normalerweise. Ja. Und das Ding hat jetzt unendlich Benzin oder was? A2 beschleunigen. Ich würde jetzt erstmal gerne dahin fahren. Die Schätze holen.
Oh, ist ja einfacher als ich dachte. Alexandrit. Ist aber noch eins, oder? Ja. Phasenschlüssel. Nee. Das ist eine neue Waffe. Die Red 9. ...1,50 hat die schon. Feuerrate Präzision 3. Wie ist bei dir? Die andere wäre stärker. Kann ich das Ding auch auf dem Laser auf... Nee. Ha. Weiß ich, ob ich die verwende. Okay, dann würde ich das mal rechts hinfahren. Siedlung am See. Ach, das ist die andere Seite hier, wo ich hier nicht weitergekommen bin. Ah. Verstehe. Einfach mach's mal hier rüber. Langsam schließt sich der Kreis. Die Richtung? Nein. Warum kann ich Harpune eigentlich benutzen? Kann ich für was? Ups. Das Vieh ist doch tot, denke ich, oder? Oh, hier ist anscheinend ein Rätsel. Hier geht's hoch. Oh, immer her damit. 14 Schuss. Läuft. Sind überall Symbole. Keine Chance. Moment. Ich verstehe. Aber welche Reihenfolge? Also das Rätsel geht, denke ich mal, so, wir sind ja die Symbole und die müssen in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Und welche man drückt, das sagen einem die Malereien. Hier haben wir drei, ich nenne es mal Schlangen. Das ist unten links das. Aber welche Reihenfolge? Drei Schlangen, gell? Dann haben wir eine D-Schlange, nenne ich es jetzt mal. Da drüben ist eine B-Schlange. Ich glaube, das werde ich mir mal fotografieren. Moment. Wäre doch gelacht, wenn wir das Rätsel nicht lösen können. Also... Fangen wir mal unten an. Wir haben die drei Schlangen. Zack. Kurz Foto machen. Wir haben das. Wir haben das da. Wir haben die Zweier. Und das war's auch, glaube ich, oder? Da haben wir hier noch was. Hey, sieht nicht so aus. Aber es ist die Reihenfolge. Schauen wir mal. So wie wir es fotografiert haben.
Hallo? Also die drei Schlangen. Hallo? Dann als nächstes hatten wir das D. Oh, dann das hier. Ach, das D und das B gehören zusammen. Und dann das hier. Ah! Ha, ich bin gut. Könnt ihr auch mal ein Like da lassen. Nein, müsst ihr nicht. War ein Witz. Oh, das letzte Teilstück. Kopf des Gotteslästerers. Okay, aber laut Questmarker hätte ich hier gar nicht hingemusst eigentlich. Oh lol. Ich bin da gar nicht da, wo ich hin wollte. Ups. Okay, verstehe. Dann war es doch richtig. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht die Quest machen, aber okay. Haben wir das auch erledigt. Weil ich kam mir jetzt schon komisch vor, warum das jetzt hier Questgegenstände sind, obwohl ich gar nicht hier hätte hin müssen. Aber ich musste doch hier hin. Okay. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Ich muss jetzt die Wand lang fahren. Also hier. Hier wollte ich eigentlich hin. Ach ja, da wollte ich ein goldenes Ei, gell? Habt ihr zufällig goldenes Ei für mich? Ist es doch. War ja einfach. Goldenes Ei. Ein kostbares goldenes Hühnerei. Bei Verzehr stellt es eine große Menge Gesundheit her. Es ist auch, glaube ich, sehr wertvoll. Hier ist noch ein Schatz. Da. Noch ein Ei. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Hier ist auch noch ein Schatz. Steinsockel. Ach, das war, ja, ja. Wo wir das dritte Steintafel reinmachen müssen. Können wir auch mal reinmachen. Das war jetzt. Ja, die Richtung. Genau. Ich weiß zwar nicht, was das genau ist. Okay, jetzt darf ich hier... Wow, das war schwer. Götze. 15.000. Eine unheimliche Statue aus reinem Gold lässt sich sicher verkaufen. Kann ich da was reintun? Nee. Okay. Als nächstes würde ich gerne mal hier hochfahren, weil ich glaube... Ah, Schublade, ich hab keinen. Ah, schade. Hab keinen Schubladenschlüssel. Aber wir fahren trotzdem mal da hoch. Weil da ist ein Schrein, den ich gerne aufmachen würde. Ja,
verstehe trotzdem nicht, warum ich Dings nehmen kann. Ah, Puna. Hier ist doch nichts mehr. Was gibt's denn hier? Ich will mal hier reingucken. Uns gar nicht angezeigt. Oh, hier ist auch ein Schrein. Was haben wir hier drin? Prächtiger Armreif. Ah, da kommen jetzt die viereckigen Rubine rein. Die hier. Ah, ich habe nur einen. Okay, cool gemacht. Jetzt habe ich zwei. Aber wenn ich mal vermute, dass der rote mehr gibt. Knapp 20.000, fast zum Doppelte verbessert. Hier ist auch noch ein Schatz. Okay, aber ich will trotzdem das mal da hoch. Weil da war auch noch ein Schrein. Okay, Moment, wo wir es ändern hier. So und so. Nein. So. So ist gut. Schon gesehen. Gibt's da bestimmt Gegner jetzt wieder, oder? Na klar. Ist ein bisschen nervig. Oh, der Lohmann hat mich gar nicht mitgekriegt. Verschlossene Schublade, ja, kann ich leider nicht öffnen. Aber das kann ich öffnen. Noch ein Armreif. Perlenarmreif. Was ist das? Schatz. Ist das dunkel hier drin? Ja. Hab ich leider nicht. War ich hier überhaupt schon da? Ja. Der kann da chillen. Wait, what? Ich muss in das Haus raus. Ah, hier lang? Ach so. Im Dunkeln sieht das alles ganz anders aus hier. Rohstoff. Ich habe unten den Schatz vergessen.
das war da, wo die Zwischensequenz kam. Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschen herangewachsen und begleitet mich sogar auf die Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten. Besonders Don Quixote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesem Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich den Wolf direkt durch den Kopf geschossen habe. Doch er sprang mich an. Ich habe es zurück zur Hütte geschafft, aber meine Wunde schwillt an und verfärbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und mein Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben. Den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze ihn. Ring mit roten Edelsteinen. Ein Ring, man Vergangenheit förmlich ansieht, lässt sich sicher verkaufen. Ich hätte gedacht, man kann den Stein rausnehmen, aber geht anscheinend nicht. So langsam kriege ich Money in the Tash. Gut, das haben wir jetzt hier an dem Ort, bis auf die Schublade. Leider keinen Schlüssel habe. Aber die Schätze werden weniger. Auch wenn hier oben noch einige sind. Gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Du bist ruhig da oben. Einfach geradeaus. Ja, das ist richtig. Aber wir müssen da anlegen. Hier müsste Händler sein, genau. Hier sind wir richtig. Halt, da ist noch ein Fass. Kleingeld nehmen wir mit. Hier waren wir schon. Erstmal Rückwärtsgang. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy, würde ich schon sagen. Resident Evil 8 hier mit dem Bootsfahren. Lass mich raten, die ist zu. Hätt's gedacht. Ach, verschlossen. Sieht er mich? Nee. Hässlicher als der andere. War so klar. 2 Treffer. Okay. Den Viechern kriegen wir es jetzt öfters zu tun, ey. Wie nervig. Und Spindel gefunden. Nein.
Kommt Dynamit. Mein Gott. Schieße war wie eine Oma. Mit dem möchte ich mich echt nicht treffen lassen. Oh, war der Dynamit-Typ. Okay. Und er scheint noch zwei mitgenommen zu haben. Okay. Ich werde aber erstmal da lang gehen. Was wahrscheinlich nicht geht, doch. Ich will das mal in der Luft treffen, das Ding. Oder mit dem Messer. Geht bestimmt auch. Wenn er mal ordentlich werfen würde. Es geht wirklich. Ja, fange dich selbst ab. Guter Junge. Der war gut. Ah, war ja klar. In die andere Richtung. Ah, da, der Zaun. So, aber hier rum? Ja doch, von da bin ich gekommen, ja genau. Ne, dann ist er richtig. Dann gehen wir trotzdem hier lang. Und hör auf, da oben Dynamit zu werfen. Das ist ja gelbes, ich wollte grünes. Oh. Doof. Ja, werf dich selbst ab, du Clown. Ah, hier kommt das Rätsel noch immer. Okay. Merken wir uns das? Hast dich noch nicht selbst gesprengt. Aber er hat sich selbst verletzt. So, unten haben wir das und das. Müssen aber drei Symbole sein, oder? Ja. Okay. Muss doch nochmal gucken. Also, wir haben einmal das, was aussieht wie. Ja, keine Ahnung.
Hier ist auch noch ein Schatz. Müsste dann das hier sein. Okay. Dann haben wir hier eine 8 und eine 0, nenne ich es jetzt mal. Das hier. Und das letzte da hinten war. Zwei Bögen. Irgendwo hängt hier ein Schatz. Also theoretisch das, das und das? Nein. Ne, das sind die zwei Bögen. Das. Das haben wir auch gleich gelöst. So, jetzt noch einmal. Ist aber auch doof gemalt. Ja, das muss das hier sein. So, da die nebeneinander sind, die 0 und die 8, muss es ja da unten das sein. Also das und das. Und da die zwei Bögen. Jetzt. Sag ich doch. Schlüssel zur Kirche holen. Aber erst müssen wir den Schatz noch holen. Un forastero! Bleib doch jetzt mal unten. Sind wir jetzt fertig? Jo. Tschüss, Sikorski. Hey Kollege, ich habe hier Sachen zu verkaufen. Ich habe neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Willkommen. Koffer. Ich habe was Neues für dich. Ja. Und einen Raketenwerfer, genau. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Ich kaufe fast alles. Ja, 9000 goldene Ei wert. Ich soll es sogar verkaufen, glaube ich. Ja.
dann. Das wollte ich sehen. Oh, gute Arbeit. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Oh, Alter, mein was? Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Okay. Die hätte ich gern. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Ein PR. Finde ich nicht so geil. Achso, die kann auch weg, oder? Kann man die vergleichen? Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Da habe ich kein Laser auf die, gell? Aber die ist halt stärker. Weil die hat 1,60 bei Stufe 3 und die ist schon bei Stufe 1. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, ah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Man kann leider die dritte Stufe nicht angucken. Das finde ich ein bisschen schade. Wollen wir es im. Komm, wir testen sie mal. Ich verkaufe die mal. Fremder. Oh, dafür bekommst du. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Hier, wie du es haben wolltest. Ah. Schaden ist auf jeden Fall höher. Neuen Koffer. Beachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Rezepturen, ja. Ja, Blendgranate von mir aus. Das haben wir extra für dich aufgehoben. Zurückkaufen. Nochmal hier. Probier mal, ob's passt. Auch schon mal zwei Waffen auf Maximum. Boah, 100.000 sind die ich beiden mehr. Ich kaufe fast alles. Kann alles ich sonst klar. Noch etwas kommen? Jederzeit wieder. Erstmal hier alles ordnen, ja. Ah, ich brauche natürlich drei. Heilung kommt immer oben links hin. Da bräuchte ich mal zwei grüne Kräuter noch. Ja, mache ich jetzt mit dem Laser. Da geht leider nicht. Ups. Ja, in die Schreibmaschine. Sorry für das Sortieren alles, aber muss. Ja. Boah. Haben wir jetzt ein neues Wäffchen. Mit wenig Munition. Wir müssen herstellen. Ah. Natürlich könnte ich nur eins herstellen. Blendgranate braucht 5 und. Okay. War nicht viel Schuss. Oh, das zittert ja ganz schön. Aber sie ist stärker. Guckt euch das an. Greift doch einfach zu. Gut. Ich würde sagen, es wird Zeit für eine weitere Pause. Was waren hier? Ah, das war hier, wo ich Ashley brauche. Gut, als nächstes müssen wir, wo müssen wir eigentlich hin? Dahin. Doch, was?
Da ist ja noch ein Wegschrein. Apropos Wegschrein, ich habe hier noch die Maske hier. Edelsteine einsetzen. 7000 gibt es. 3 Farbenbonus. Cool. Da holen wir uns den einen Wegschrein hier noch. Oho. Schmetterlingslampe. Können auch 3 Edelsteine rein. Die müssen wir noch aufheben. Halt, das können wir auch mitnehmen. Gehen wir nochmal die Maske verkaufen. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Ein hervorragender Deal. Wenn du auch nur den... Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Angenehme Reise. Dann wird gespeichert. Und für YouTube war es das mit der Folge. Und bei Twitch geht's nach der Pause weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und bei YouTube heißt es, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday. Bei Twitch geht's gleich weiter.